Meine sehr verehrten Damen und Herren, seine Hobbys, und damit kommen wir zu unserem Gast, sind Fernsehen und Kochen. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht, er ist Fernsehkoch geworden. Seit Jahren macht er sowas wie das hier, erfolgreiche Kochbücher. Er kommt aus Pinneberg, er ist etwas dick, aber das liegt wahrscheinlich am guten Kochen. Meine sehr verehrten Damen, hier ist Tim Melzer. Ich hab die Schürze um, ich dreh die Wurst herum, ich bin der Wärme und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kalle grill ich immer rot und alle frisch und frisch und grillen ist alle fucking grill. Ich hab die Schürze um, ich dreh die Wurst herum, ich bin der Wärme und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kalle grill ich immer rot und alle frisch und frisch und grillen ist alle fucking grill. Oh, da kommt ein Du wirkst im Fernsehen. Man muss zu deinem Schutz sagen, du wirkst im Fernsehen tatsächlich immer. In Natura bist du total dünn, aber das Fernsehen macht dich das so ein bisschen. Das sind die winterlichen Klamotten, deshalb zieh ich die jetzt auch gleich aus. So schlimm ist das gar nicht bei mir. Wirklich nicht. Hast du Zwiebellook jetzt? Hast du Zwiebellook jetzt? Das ist als fashionable. Ja, ich bin immer auf alle Möglichkeiten eingestellt. Das ist gut, das ist nämlich immer die Verhältnisse im Fernsehen. Man kann das kaum einschätzen. Ja, zu Hause weiß man das immer nicht. Ja, er wirkt jetzt ein bisschen gedrungen, aber in Wahrheit bin ich 2 Meter groß. Er ist 2,10 Meter und er ist 2,40 Meter groß. Ne? Ich habe mal Basketball professionell gespielt früher. Ja, das kann man teilweise zu Hause gar nicht einschätzen. Herzlich willkommen erstmal. Danke. Immer noch eine der schönsten Geschichten, wie ich am Flughafen auf Mallorca erkannt werde und irgend so ein Typ fragt, ey, du bist doch hier der Kocher, wie heißt der nochmal? Wie heißt du? Und sagt, ja, ich bin's. Und dann dreht er sich um und sagt, nee, bist's doch nicht. Und dann sag ich, okay, dann bin ich's halt nicht. Sagt er, doch, du bist es. Grüllt seinen Freund hinterher und sagt, guck mal, hier sitzt der Melzer, hier der Kocher. Dreht sich der andere Freund um und sagt, Quatsch, der ist in Natura doch viel fetter. Das ist doch mal ein schönes, ehrliches Kompliment, oder? Du bist ja jetzt eben nicht nur damit unterwegs, sondern du bist ja bei The Taste dabei. Das wird hier damit was zu tun haben. Aber in erster Linie bist du mit dem Buch unterwegs. Ja? Und hier mal eine kleine Vorstellung des neuen Buches von Tim Melzer. Toll. So. Haben wir das erledigt? Haben wir erledigt. Ich würde dir schon mal hier unten rum, dass wir gleich alle fertig sind. Genau. Jetzt geht's los. Du weißt, wie man die richtig umbindet, ne? Bei The Taste, ja, auf Sat 1, da geht es darum, den leckersten Löffel zu kreieren. Wir werden heute hier den ekelhaftesten Löffel kreieren. Meine Damen und Herren, frei Ach, nach was? Dem Prinzip Würfel kochen geht es jetzt los. Hier bei Zirkus Halligalli mit The Taste mal etwas anders. So, wir sind also... Da ich weiß, wie Joko kochen kann, hat er jetzt schon gewonnen. Ist das so, auch wenn er es ernst meint? Und so? Auch wenn er ernst meint, du kriegst gleich eine Mail. Ja. Nee, Joko war mal für mich das Beispiel dafür, wo ich dann geguckt habe, wie niedrig ist der Wissensstand in Deutschland eigentlich, was Kulinarik angeht. Ja. Und da war Joko immer meine Messlatte. Man muss dazu sagen, ich habe jahrelang für diesen Mann gearbeitet. Ja, guck mal, wo er angekommen ist. Ne? Alles meine Arbeit und jetzt haust du mich in die Pfanne. Ja. Ja. Wichtig ist tatsächlich, dass wir, jeder von uns, aus jedem Kühlschrank jetzt gleich 5 Zutaten wählen wird und nur 5 Zutaten. Das heißt, aus 5 Zutaten wird dann ein Gericht, was so scheiße wie eben möglich, kreiert. Einfach für dich, ja? Einfach für mich, ja. Ich mache einfach alles zusammen und nachher ist es fertig. Genau das werden wir jetzt machen, ja. Wir werden uns jetzt gleich hier 5 Sachen raussuchen, jeder. In der Zwischenzeit machen wir eine ganz kurze Pause. Löffel stehen bereit, die Zutaten sind ausgewählt. Da können wir vielleicht mal kurz sagen, Joko, was hast du dir ausgesucht? Ich würde gerne noch einmal tauschen. Ich habe Nutella, Götterspeise, Harzer Käse und mein Liebling Quarkfix mit Quark ganz schnell angerührt. Aber ich würde gerne, nee, warte, ich mache den Harzer mache ich zurück. Ja. Und dann nehme ich mir dafür, hier habe ich eben noch Knoblauch gesehen. Ja, ja, ist gut. Okay, kann man sich vorstellen. Was hast du, Tim? Ich bleibe relativ gesund. Ich habe Mettwurst oder hier so. Da merkt man den Profi, ne? Genau. Den Rollmops natürlich, Radieschen, Butter und dann so ein bisschen Geschmack Black Energy. Aber es klingt normal, aber es wird echt scheiße. Okay, alles klar. Ich habe Götterspeise. Ein Gouillon, diese Meeresfrüchte-Schokolade. Ja. Dann habe ich die alte, was für eine Pizza ist das noch hier? Die verrückte Hund. Dann hier Bergalter Edelpilz und dann noch schön hier damit, ne, also fürs gute Gefühl, so Red Bull für Rentner. Das ist ganz wichtig. Doppelherz, ne? So. Ich müsste noch mal ganz kurz den Harzer Käse rausholen. In meinem Knoblauch ist nur Styropor. Das war's? Was denn jetzt?
Eine Vase? Nimm mal das Messer da weg, Alter. Das ist der Countdown, oder nicht? Ja. Kann man da sonst rausgucken, oder nicht? Ah, kann man jetzt auch, ist nur dunkel. Ey, was soll dieser Psycho-Countdown? Was soll das? Das macht einer irre. Hör mal wieder auf. Das ist wie beim Blair Witch Project, wenn man den Viech nie sieht, ey. Ich kann mit Monstern besser arbeiten, ne? Weil ich, aber das ist für mich, für einen intelligenten Menschen wie mich, ist das Horror gerade. Von der Grundbasis her ganz anständig. Komm, hör auf, bitte. Wie lange soll es jetzt noch gehen? Kommt da noch was? Wisst ihr Bescheid? Ihr wisst alle Bescheid, ne? Ja, komm, wir machen jetzt einfach weiter. Du weißt auch Bescheid. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir können einfach weitermachen. Genau in dem Moment passiert was. Lass uns einfach nicht weitermachen. Mal gucken, wie länger aushält. Oh, fertig. So. Mixer? Was sollte denn dieser Scheiß jetzt? Klaas, ich hab dir eine Herdplatte angemacht. Gut. Ja, wir müssen noch ein bisschen brutzeln und kochen. Also ich habe jetzt gerade Götterspeise mit dem Edelpilzkäse und der alten Pizza da vermengt. Was auch immer gerade, vielleicht hat sich Deutschland verändert und nicht diese Sendung in diesem Countdown-Moment. Kann ja sein, vielleicht ist die Mauer jetzt noch mal symbolisch gefallen, wer weiß. Ja, wir kochen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Es geht ja darum, den ekligsten Löffel der Welt hier. Guck mal, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit vergessen, dass der Sandwichmaker noch an war. Und da hat sich jetzt so eine braune Pampe gebildet. Ich glaube, damit liege ich gut im Rennen. Ne? Die kommt jetzt hier auch rein. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ne? Also ich kann mal kurz zusammenfassen. Bei mir ist Quark fix drin. Ja. Willst du mal testen bei mir? Dass nee, du schon mal heißt der gleich. Kannst du einmal so... Warte mal, lass mal kurz, was heißt? Weiß ich nicht. Oh. Also, Entschuldigung. So. Warte mal, man nimmt ja immer einen kleinen. Nimm doch mal richtig jetzt. Mal ordentlich, komm. Einmal ordentlich, komm. Mm. Au! War heiß? Hab ich doch gesagt, ist heiß. Oh, aber schmeckt's? Ihr solltet euch auf jeden Fall nicht in Sicherheit wehen. Das sieht schon scheiße aus. Da weiß man, was drauf kommt. Aber guck mal hier, mein kleines Süßes. Aber ey, das ist ja nicht so. Hey, was hat denn? Ein Mettmäuschen. Mettmäuschen mit Öhrchen, Schnittlauch. Ein Mettmäuschen. Das Geile ist, dass du immer noch die Professionalität, dass es schön aussehen das zu kommt ganz niedlich. Das kommt ganz niedlich daher und daraus kommt. Du kannst nicht anders, ne? Auf eine es geht hier um den Holle-Bollo-Kotzekocher. Ja. Aber wie, das Auge ist immer mit. Das ist wie der Laden, wo der Rach irgendwann mal, hat er bei einem Laden gesagt, hier wird überhaupt nicht mehr gekocht. Ne? Hier wird nur noch Bier ausgeschenkt. Ne? Weil dann könnt ihr nicht. So muss das sein. Da hat Rach nach 4 Tagen auf dem Land wirklich solche Augenringe, hatte so sauer auf die Leute, ne? Was die da die 10 Jahre gemacht haben. Wir müssen mal kurz warm machen. Boah, Alter, was hast du getötet denn für ein Tier? Nein, das ist eine Essenz aus Matthias, Chili und Ecstasy. Der wird gut, ne? Meins riecht schon scheiße. Ne? Wenn das schmecken würde, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Was machst du? Der wird gut. So. Der wird gut hier, das sage ich euch. Ja, da muss man nicht applaudieren, das ist scheiße. Kein Applaus für Scheiße. Extra für dich angereist. Ja. Eigentlich geht es darum, den leckersten Löffel der Welt zu kreieren. Wir haben wirklich den verschissensten Löffel der Welt kreiert. Ja, das muss man sagen. Das ist nicht so richtig lecker, aber wer ist da überrascht? Das war ja auch die Aufgabenstellung. Und deswegen sage ich jetzt, wir kommen zur Verköstigung, zum großen The Taste Finale. Also gut, guck mal, das Ding hier, diesen Turm, möchte ich sagen, ja, auf dem Löffel, das eine Frechheit ist, wenn man das ja in einem, den hat Tim Melzer gebaut. Ein kleines Mäuschen mit einem Schneehut auf. Hoffen wir mal, dass es Schnee ist. Also es ist soufflierte Butter mit fermentierten Matthias Chili-Sud an Mettmäuschen und Mario-Äuglein. Okay, eklig. Joko, was hast du gemacht? Das ist hier deine Pampe. Ich habe eine Variation von Stinkekäse gemixt und geschmelzt mit ein wenig Nutella und einem Hauch von Schnittlauch. Weil ich habe hier verrückter Hundpizza, aufgewärmt im Sandwichmaker. Dazu habe ich dann ein
muss man zugegebenermaßen, ein in der Mikrowelle vergessenes Stück Schokolade. Dann habe ich das, was da noch abgekratzt, was noch im Sandwichmaker drin war. Ich weiß nicht, was Butter oder was oder irgendwie eklig da. Kratze. Das habe ich auch noch da reingemacht. Und dazu dann Doppelherz noch so ein Schuss. Edelpilz. Und was war noch? Du hast aber doch auch noch, du hast noch Energy Drink dran bei dir. Ja, genau. Und Wackelpudding habe ich noch benutzt. Und jetzt müssen wir jetzt jeweils zwei Löffel gemacht. Das heißt immer, man nimmt sich jetzt jeweils einen Löffel von dem, den man nicht selber gemacht hat. Das heißt, ich nehme einen von Tim und einen von Joko. Ne? Und Rest kapiert ihr, ne? So, und nacheinander. Warte, Moment. Klaps. Ja, hast du Hunger? Braunlos. Nee, schon mit dem Mund, also, nicht durch die Nase. Kacke an der Nase. So, aber nur ein bisschen. Was habt ihr jetzt? Du hast von mir? Ja. Oh, gut, Joko, du fängst haben an. Haben wir irgendwas, wo ich reinkotzen nein. kann? Nein, ja, hier in den Eimer. So, aber mach das da unten, ne? Das wollen die Leute nicht sehen. Jetzt, sag. Wer hat hier Gast gerufen? Auf die Plätze. Fertig. Er hat ein bisschen. Oh. Er hat ein bisschen mit dem Magen. Das ist so schlimm. Mit dem nervösen Magen. Ist das echt so schlimm? Und das war erst Glaslöffel. Was ist, wenn ich deinen in den Mund nehme? Muss ich direkt Timmys hinterher schieben? Weil nee, du musst nichts. Jetzt, Tim? Also, ich muss sagen, das, was Joko da gekocht hat, du solltest immer so kochen, weil es riecht ganz lecker. Ich bin wirklich angenehm überrascht. Oh, jetzt habe ich noch zusätzlich. Es hat so eine leicht mexikanische Note. Ja? Nach Drogenkrieg. Da ist aber nichts Mexikanisches drin, du. So, okay, mach mal. Einfach nur. Was schmeckst du da raus? Boah, du bist eine gefühllose, taube Hülle. Ich würde nicht sagen, dass du das gerade runterlässt, wirklich? Das ist okay. Das ist wirklich. Scheiße! Na? Das kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft? Ganz ehrlich, Rosinen macht hinter den Kulissen manchmal Personalessen und das ist weitaus schlechter. Das ist echt ganz geil. Super, geil. Ja. Vielen Dank, ihr seid ein guter Sternekoch. Ja. Also warte, ich glaube, ich nehme dann mal erstmal Joghurt, weil wenn du sagst, das schmeckt so gut, dann nehme ich das. Ne? Ich wäre genau umgekehrt. Ich würde zuerst die Scheiße nehmen und dann das Gute zu kriegen. Nee. Das reicht, einfach, aber das bisschen reicht nicht aus. Ich hoffe, dass dann einfach schon TV Total angefangen hat, ich das nicht mehr machen muss. So, warte. Es ist süß, es ist salzig, die Konsistenz ist okay. Das schmeckt, Joko. Das schmeckt wirklich. Das schmeckt wirklich. Ja, das ist nicht koppelt. Sag mal, was kann ich eigentlich? Alle vorsichtig. Und es gibt hier weitere Löffel zu verköstigen. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt reagiert wird hier. Das ist abartig. Das ist echt kacke. Ganz rein. Jetzt mach jetzt. Hallo. Ich kann es bestätigen. Es ist nicht scheiße. Was ist das scharf? Oh. Ja, nein. Was? Nein, sag es nicht. Komm, gib mir das jetzt. Gib mir jetzt das Bier, bitte. Gib mir jetzt das Bier. Der Joko, der ist kurz ohnmächtig. Ist nicht schlimm. So. Oh, Melzer. Das ist geil, ne? Das ist wirklich ungeschlagen. Wie hast du das gemacht? Einfach runtergewirkt? Und dann wieder raus. Ich weine vor Glück. Du hast hier, warte mal ganz kurz. Hallo, das ist nicht aufgegessen. Aber ganz ehrlich, hier kannst du ja noch. Das ist ein Geschmacksträger. Fett ist ein Geschmacksträger. Fett ist ein Geschmacksträger. Aber ganz ehrlich, ihr ladet mich ein, um den schlechtesten Löffel. Was? Zeig. Bitte. Aber ganz ehrlich, ihr ladet mich ein, den schlechtesten Löffel zu kochen. Es gibt Leute, die sagen, ich kann gar nichts anderes. Also von daher. Ja, mit. Lecker. Abstand. Du musst noch einen probieren, oder? Hast du nicht von Klaas noch nehmen? Ich dachte, das spielt jetzt nicht mehr so eine entscheidende Rolle. Weil wo ist Klaas? Der Sieger steht doch eh fest. Wo ist denn der Löffel? Da kann ich schnell noch einen anrichten, du. Das ist kein Problem. Ne? Ja, da hast du ihn. Hast du ihn?
Vielleicht ist das ja tatsächlich in deinen Augen. Boah, Alter, ey, das ist einfach, boah. So, nimm das Kacke. Ja. Das ist, du hast meinen auch noch nicht. Hallo, den habe ich sofort. Oh. Ja? Ja, wir haben ihn kaputt gemacht. Den Herr des Amazonas von Binnenberg. Ich habe neulich vergorene Tintenfischinnereien gegessen. Mhm. Und das war so, da wolltest du, das war so ekelhaft. Ja, mit Hoche da, ne? Ja, das war so ekelhaft, dass ich immer mehr davon essen wollte, weil ich gar nicht glauben wollte, wie schlecht das ist. Jetzt weiß ich aber, ich hätte gar nicht bis nach Japan reisen müssen. Lad einfach klar sein, zum Kochen läuft auch. Aber das ist abartig. Ja. Gut, aber dann ist wahrscheinlich unentschieden zwischen euch beiden, oder? Nee, ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, der mit Abstand, und da bin ich fairer Sportsmann. Da bin ich stolz drauf. Haushohe Gewinner des schlechtesten Essens, was jemals im Fernsehen hergestellt wurde, ist Tim Sir Meltzer. Und da freue ich mich sogar drüber. Das war The Taste. Das haben wir verstanden. Ich bin mir ziemlich sicher, das, was du in deinem Kochbuch hast, ist leckerer. Definitiv. Definitiv. Tim Meltzer, Heimat, neues Kochbuch. Danke, dass du da warst.